Nicht der Redner Martin Breineder, ÖVP Niederösterreich. Damen und Herren, wir haben ein Thema, das ein großes Spannungsfeld in sich trägt. Zum einen die Seite der Religionsfreiheit und zum anderen die Seite des Tierwohls. Die Religionsfreiheit ist im Staatsgrundgesetz verankert und das Tierwohl oder der Tierschutz seit 2013 auch bei uns im Bundesverfassungsgesetz. Geschätzte Damen und Herren und vor allem liebe Kolleginnen und Kollegen der Freiheitlichen Partei, ich gehe davon aus, dass die Antragsteller nicht die Religionsfreiheit unserer Mitbürger einschränken wollen. Ich gehe davon aus, dass es um ein echtes Bemühen eines verstärkten Tierschutzes geht. Die Frau Kollegin Lenkest hat auch darauf hingewiesen, dass das Tierschutzvolksbegehren momentan läuft. Und aus der Sicht eines aktiven... Die Eintragung, ja. Aus der Sicht eines aktiven Bauern sehe ich das auch sehr gut, wenn wir stärker in den Tierschutz entwickeln. Ich fordere und wünsche aber von der Gesellschaft, dass es zu wenig ist. Und das haben Sie, Kollegen Wieser, auch gesagt, dass es zu wenig ist, eine Unterschrift zu leisten und sich dann mit diesem Thema nicht zu beschäftigen. Wir als österreichische Landwirtschaft sind bereit, mit mehr Tierschutz, und die Frau Bundesministerin hat durch ein Tierwohlgesetz auf den Weg gebracht, hier mit mehr Tierwohl zu produzieren. Nur erwarten wir dann auch von den Konsumenten, dass diese Produkte auch gekauft werden. Und ich darf diesbezüglich einige Beispiele bringen, weil Österreich eines der strengsten, eines der besten Tierschutzgesetze, das international eine hohe Anerkennung genießt, hat, weil wir waren und sind in diesem Bereich ein richtiges Vorreiterland. Beispiel: Wir haben als eines der ersten Länder die Käfighaltung für Legehennen in Österreich ab 2008, in Europa ab 2015 verboten. Mit dem Ergebnis, dass auch Käfige für Legehennen bei uns nicht mehr möglich waren, obwohl diese Käfige besser waren wie in anderen Ländern. Darauf möchte ich hinweisen. Was ist passiert? Die Produktion in Österreich ist zurückgegangen von 85% der Inlandsversorgung bei Eiern auf 60%. Das heißt, wir haben das Problem exportiert und die Produkte importiert. Selbes Beispiel bei der Pute. Wir haben bei der Putenproduktion die Fläche pro Pute im Stall vergrößert, um ein höheres Tierwohl zu produzieren und den Tieren mehr Platz, mehr Raum, mehr Entfaltungsmöglichkeit zu geben. Ergebnis: Die Inlandsproduktion ist gesunken, der Import gestiegen. Das Problem exportiert, die Produkte importiert. Wir haben ein strengeres Pflanzenschutzmittelgesetz mit dem Ziel, Insekten und Bienen zu schützen, auf den Weg gebracht. Sehr gut. Tatsache ist, dass die Zahl der Bienenvölker von 2000 bis 2019 um 7% und die der Imker um 18% gestiegen ist. Vice versa dafür die Rübenfläche von 50.000 Hektar auf 26.000 Hektar gesunken ist, eine Zuckerfabrik in Gefahr war und wir europaweit mittlerweile 15% unseres Zuckerbedarfs importieren müssen. Das bedenken Sie bitte auch im Hintergrund einer Pandemie. Geschätzte Damen und Herren, Österreich hat das Schächten sehr achtsam geregelt, sodass bei einer Schlachtung oder bei einer Schächtung zeitgleich eine Betäubung stattfindet, das unter Aufsicht eines Tierarztes in einer behördlich genehmigten Schlachteinrichtung. Mehr lässt sich dazu fast nicht mehr tun. Wenn wir hier entsprechend wieder eingreifen, wenn wir das Schächten in Österreich verbieten, dann ist es wieder genauso, dass wir ein Problem exportieren und ein Produkt importieren. Wir verlagern dann das Schächten nach Belgien, nach Dänemark, nach Ungarn, nach Tschechien und in die Slowakei. Ob das mehr Tierwohl bringt, frage ich hier in den Raum. Ob das mehr Tierwohl bringt, frage ich in den Raum. Es ist aber damit verbunden, dass Arbeitsplätze in Österreich verloren gehen. In meiner Region in Baden befindet sich ein Betrieb, der vom Schächten leben kann.
Diese Arbeitsplätze sind gefährdet. Und es geht nicht nur um einen Randbereich. Wir reden von 10% der tierischen Produktion in Österreich, die durch Schächten geschlachtet werden. Ich versuche hier nur ein bisschen abzuwägen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Freiheitlichen Partei, versuchen Sie doch auch die Landwirtschaft und die Bauern zu verstehen. Es nützt nichts, wenn wir Probleme exportieren und agrarische Produkte importieren. Und es geht hier um die Interessen der Landwirtschaft. Und es wäre auch gut, wenn Sie sich dafür wieder stärker einsetzen. Sie haben sich einmal sehr stark für die Landwirtschaft eingesetzt. Das kann ich momentan nicht mehr sehen. Danke vor allem allen Interessensvertretern, die uns hier immer wieder unterstützen. Gratuliere den Kollegen der Steiermark und in Oberösterreich, die die Landwirtschaftskammerwahlen durchgeführt haben. Und darf Sie auch einladen, sich wieder stärker einzubringen. In meinem Heimatbezirk ist der Bundesagrarsprecher der Freiheitlichen Partei am 1. März vergangenen Jahres als Kammerrat gewählt worden. Er und seine beiden Kollegen waren bei den ersten zwei Sitzungen noch nicht anwesend und sind immer noch nicht angelobt. Sich also wählen lassen und dann nicht mitarbeiten, ist auch keine Interessensvertretung unserer Bauern. Ich bitte Sie also, Ihre Politik stärker für die Bauern und nicht gegen die Bauern einzusetzen. Und damit werden wir diesem Antrag nicht zustimmen. Martin Breineder von der ÖVP Niederösterreich betont, dass Österreich eines der strengsten Tierschutzgesetze habe, das international hoch anerkannt sei. Das Schächten passiere in Österreich sehr achtsam. Zeitgleich damit werde eine Betäubung unter Aufsicht eines Tierarztes eingeleitet und es geschehe nur in einem behördlich genehmigten Schlachthof.